Moin moin Leute, Ahrensburg Alex, wie immer hier willkommen zu einem weiteren Zombie-Video und zwar zu einem ganz, ganz besonderen Zombie-Video. Vielleicht weiß es der eine oder andere von euch, ich habe mir schon vor längerer Zeit eine Wii U zugelegt und ja, die verstaubt eher momentan. Also habe ich mir gedacht, da muss was gegen getan werden. Es gibt keine aktuellen COD-Teile oder FIFA-Teile für diese Konsole, also habe ich mir einfach den wohl bestmöglichsten Call of Duty Teil besorgt, den es dafür gibt. Und zwar natürlich Black Ops 2. Und ich hatte diese unfassbare Idee gehabt, dass ich dort mit der Bewegungssteuerung, also nicht mit diesem Pad hier, sondern wirklich mit dieser Bewegungssteuerung, beziehungsweise mit diesen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Gamepad, Bewegungs, was auch immer, Ding. Auf jeden Fall mit dieser Steuerung werde ich gleich das allererste Mal zocken. Ich werde direkt natürlich den Zombie-Modus starten und wahrscheinlich den Weltrekord schlechthin auf der Wii U aufstellen. Aber auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie das Ganze läuft. Hier schon der Mario-Controller, der spricht schon für Gefahr. Können also davon ausgehen, dass ich mindestens eine dreistellige Rundenanzahl erreichen werde. Aber auf jeden Fall werden wir uns jetzt gleich an die Konsole begeben. Doch davor noch eine kurze andere Sache. Ich bin momentan im Urlaub, wenn ihr das Ganze hier seht. Und falls ihr allgemein ein paar Ausschnitte aus meinem Real Life haben möchtet, dann könnt ihr mir am besten auf Instagram, Snapchat oder Facebook folgen. Und eine Sache noch, Leute, ich bin ja ebenfalls der Sucht verfallen, ich muss es ehrlich gesagt zugeben. Und zwar der Pokémon Go-Sucht. Deshalb verbringe ich natürlich auch viel, viel Zeit mit diesem Spiel. Und daher meine Frage an euch, habt ihr mal Bock auf einen kleinen Pokémon Go-Vlog? Dann vermute ich sogar direkt aus dem Urlaub, dass wir versuchen, ein paar andere Pokémon zu fangen, als die, die ich für gewöhnlich in meiner Umgebung habe. Ich meine, ich bin jetzt mittlerweile schon auf Level 21, habe schon knapp 90 Kilometer zurückgelegt. Also tat es mir bisher also mehr als gut. Habt dazu auch, würde ich jetzt zumindest mal behaupten, relativ gute Pokémon, wie ihr schon sehen könnt. Und falls ihr auf jeden Fall Bock habt auf einen kleinen Vlog aus dem Urlaub, was ich mit Pokémon Go so ein bisschen verbinde, weil ich persönlich zocke es einfach viel zu viel, dann könnt ihr mir das Ganze gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr einen Pokémon Go Vlog sehen möchtet. So Leute, ich würde mal sagen, wir legen das Ganze jetzt leider weg und dann geht's jetzt mal auf an die Konsole. Auf geht's Leute, auf geht's. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, auf Town ist der Rekord, oh mein Gott, auf Town ist der Rekord Runde 60. Das heißt, es werden wir auf jeden Fall schlagen können und das ist alles ein bisschen sehr ungewohnt. So, ich habe eben auf die Einstellung geguckt, aber ich habe sie schon zum größten Teil vergessen. Irgendwie A war Sprinten. Was ist das denn hier? Was ist das denn für ein komischer Kram? Es ist ja... Es ist gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. So, hier war Zielen. Das sieht schon mal absolut professionell aus, wie ich das hier mache. Und ansonsten hatte ich die schlaue Idee gehabt, einfach mal die Zielhilfe zu deaktivieren. Wird bestimmt also eine lustige Runde. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir können mal tippen, wie weit wir kommen. Natürlich nur dreistellige Beträge, bitte. So, wie gehe ich jetzt vor? Ich werde mal versuchen, genug Punkte für die Kiste zu bekommen. Die Kiste ist da hinten anscheinend. In der Ecke. Und jetzt erstmal, wo war Messern jetzt? Messern ist... Nee. Taste nach oben ist Springen. Das ist sehr geil gelegt. Du kannst also nicht laufen und springen zur selben Zeit. So, Messern ist unten. Sehr gut. Sehr gut. Ich zeige den Zombies, wie so ein wahrer MLG Pro spielt. So, und die versuchen jetzt abzuschießen. Dead aim. Okay, der ist tot. Sehr gut, Alex. Und, weg mit dir. Und weg mit dir. Und weg mit dir, bitte. War nicht der Letzte, doch war der Letzte. Wir sprinten jetzt mal nach hinten hin. Das ist so kacke gemacht mit der Sprungtaste. Du kannst nicht scuffen. So, hopp. Und schnell ran hier. Schnell. Was muss ich drücken? Ah, okay. Bitte keine Zombies, bitte keine Zombies. Na toll, War Machine. Auf die Fresse oder was? Zombies, kommt her, wenn ihr euch traut. Also vom Gameplay her ist schön was anderes. Ich muss sie auch mal treffen. Oh Gott, die Granaten fliegen auch zurück. Ich habe so lange kein Black Ops 2 Zombies mehr gezockt. Erst recht mit einer War Machine, nicht Death Machine. Hallo, geh doch down. Na komm, wechsel mal hier die Waffen. Wie kann ich denn Waffen wechseln überhaupt? Scheiße. Okay, mit der rechten Taste. Und jetzt schnell abschießen, bevor die näher kommen. Auch treffen wir Alex. Treffen ist immer vom Vorteil. Merkt euch das. Ich messer die jetzt einfach mal. In der Hoffnung, dass ich gleich genug Punkte habe, um an die Kiste zu gehen. Oh Gott, ich muss aufpassen wegen der Explosion. So, erstmal ein paar Mal anschießen. Und jetzt messern. Oh, das war sehr knapp. So, nachladen war irgendwie, musste ich schütteln. Hat funktioniert anscheinend. Ja, geh doch ran. Ey, kriege ich hier nur Rotz raus? Ich brauche auch Waffen, die töten, verdammt nochmal. So, anschießen und dann messern. Und messern. Ja, das ist gar nicht explodiert, der Typ. Aber am liebsten würde ich an die Kiste gehen, aber wir haben halt nur Rotz rausbekommen. So, Zombies, wo seid ihr jetzt? Eine Runde kann ich hier bestimmt noch überleben, ohne dass ihr mich killt. Obwohl, der ist schon ein bisschen schneller unterwegs. Ah, jetzt ganz gezielt.
Oh Gott, oh Gott. Oh, wo wurde ich angehittet? Hilfe! Hilfe! Shit! Schieße doch! Das ist... Nein. Einfach nein! Wir versuchen es jetzt nochmal. Dieses Mal brauchen wir aber ein bisschen Glück aus der Kiste. So, wir haben die Kiste, die ist wieder da hinten in der Ecke. So, wir gehen direkt dahin, in der Hoffnung, dass wir keine War Machine und keine Granaten rauskriegen. War ja eben mehr als peinlich. So, Zombies, kommt jetzt schnell her. Komm schon und schön auf den Schädel, schön auf den Schädel. Ah, ah, noch ein. Jawohl, Dead Aim ist am Start und wir gehen jetzt direkt in der ersten Runde schon mal ran an die Kiste. So, was kriegen wir, was kriegen wir, was kriegen wir? Wir kriegen immerhin eine Schusswaffe. Typ 25, weiß ich gar nicht mehr, was das für eine Waffe war. So, nochmal Waffe wechseln. Runde 1 können wir ruhig noch mit der Pistole kämpfen. Allerdings brauche ich jetzt ein paar Zombies. Mein Ziel ist auf jeden Fall jetzt hier natürlich weiter als Runde 3 zu kommen. Und auch einmal die Packer-Punch-Maschine nutzen zu können. Das heißt, wir müssen uns 5000 Punkte verdienen. Da kommt ein Zombie aus dem Boden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum ist der nicht down? Komm, wir messen ihn einfach mal. So, weg mit dir. Ich mach mal auf den Kopf. Der brennt nämlich. Ich habe Angst, hier down zu gehen so schnell. Die hat auch so einen ekelhaften Rückschuss dazu, diese Waffe. Oh Gott. Hallo? Hallo? The fuck? Was ist da denn gerade passiert? So, hier weiterhin. Und... Jawohl. Und den auch weg. Das war die nächste Runde. Ich werde nochmal an die Kiste einfach jetzt gehen. Versuchen in der nächsten Runde Juggernaut aufzukaufen. Einmal ganz schnell ran hier. Einmal ganz schnell ran hier. Jetzt gib mir eine gute Waffe. Schnell, bitte. Und nochmal Waffe wechseln. Wir haben eine Shotgun. Okay, kann ich mitleben. Somit sollten wir aus der Hüfte auch schießen können. Und bam. Und bam. Und ebenfalls bam. Und bam. Ist auf jeden Fall deutlich angenehmer als ein Sturmgewehr oder sowas. Weil du musst dich nicht wirklich zielen. Oh Gott. Und die kurz weggehauen. Da steht noch einer davor. Den muss ich mal weghauen. Dead Aim ist am Start. Ja, okay. Kostet 750. Ich werde noch mal ein bisschen hier oben bleiben und warten, bis ich genug Punkte habe. Beziehungsweise wenn es brenzlig wird, dann kann ich einfach reingehen. Oh mein Gott, wie das aussieht. Komm, zieh nach unten. Zieh nach unten. Zieh nach unten. So. Jetzt ein bisschen so. Und. Bam. Okay, das sollte ich vielleicht nicht tun. Das ist dann doch vielleicht ein bisschen blöd. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind das viele. Lad nach. Lad schneller nach. Komm schon. Jetzt schieß. 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 Oh mein Gott. Hilfe. Hallo. Geh doch down. Da, Kollege, geh du auch down, bitte. Nochmal nachladen. Schnell, schnell, schnell. Der kommt, der kommt, der kommt. Und bam. Und bam. Und bam. Und bam. Oh shit. Da habe ich angehittet. Oh, oh mein Gott. Ich habe nicht mehr viel Munition. Ich habe noch 4 Schuss. 3. Oh, nee. Ich brauche 1000 Punkte für Juggernaut, aber ich weiß nicht, ob ich damit auskomme. Komm, ich versuche es mit dem Sturmgewehr einfach. Ich gehe jetzt irgendwie... Ich gehe jetzt mal hier an die Ecke ran. Der beliebte Punkt aus Town. Ich muss mich hier echt konzentrieren, dass ich nicht irgendwie verziehe oder sowas. So, da haben wir einen. Schnell weg mit dir. Je früher ich die ausschalte, desto besser. So, sehr gut. Schnell nachladen, nachladen. Los, schnell. Oh, 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 da kommt zwei. Ihn schnell weg. Ihn schnell weg. Ihn jetzt auch. Der rennt sogar. Ah! Oh mein Gott, sind hier unten viele. Holy shit, dreh dich doch. Ich muss weg hier, ich muss weg hier, ich muss weg hier. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist keine gute Idee, hier reinzugehen, aber ich weiß nicht, wohin. So, jetzt muss ich ganz kontrolliert alle ausschalten. So, weg mit dir. Nein, 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 sind Zombie vor allen Dingen. Oh, wir sind noch rausgekommen. Wir sind rausgekommen, zum Glück. Ja. Oh komm, das reicht, das reicht. Wir können auch einmal hier rangehen. Komm, geh doch ran. Dann können wir natürlich gleich noch Juggernaut holen. Wir haben die Raygun. Nimm mit. Los. So, Raygun kann hilfreich sein. Ist zwar allgemein keine allzu gute Waffe, aber für so einen Kacknoob für mich auf der Wii sollte es eigentlich okay sein, weil wir können einfach in die Nähe der Zombies schießen und die gehen schon down.
Oh, jawohl. So, jetzt einmal hier. Hopp. Komm, wir laden einmal nach. Ach, man kann ja gar nicht nachladen und rennen zur selben Zeit. Los, lad nochmal nach. Jetzt ganz, ganz schnell zu Juggernaut. Aber sowas von schnell. Nimm. Trinke. Und jetzt bitte hier entlang, bitte hier entlang. Boah, ist das... Das ist sowas von schwierig, finde ich. Müssen nur in die Nähe der Zombies schießen. Und hoffentlich nicht währenddessen down gehen. Oder runterfallen. So, nächstes Ziel ist es dann nach drüben zu gehen und Quick Revive zu holen. Hallo? Geht doch. Und weg mit dir und weg mit dir und... Wer will noch was haben? Da kommen nochmal zwei. Oh shit, oh shit. Oh, oh, oh mein Gott. Hast du mich jetzt erschrocken? Ich muss nach unten, ich muss nach unten. Ich muss nach unten, ich muss weg. Laufe, lauf, 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 lauf. Oh shit, oh shit, oh shit. Was habe ich jetzt gedrückt? Hatte ich noch oben gedrückt zum Springen? Wechsel deine Waffe. Oh mein Gott. Einfach jetzt auf die Ecke hauen. Irgendwie. Irgendwie müsst doch sterben. Geht doch. Oh mein Gott. Und weg mit dir bitte. Da liegt eine Nuke. Die muss ich haben. Die muss ich haben. Und Insta-Kill liegt da auch noch. Oh, einmal schnell rein hier. Komm. Aufkaufen. Nachladen. Die Raygun ist echt wie für mich geschaffen. Du musst nicht mal richtig zielen und schon sterben die. Komm jetzt. Ihr weg. Alle kriegen hier auf die Fresse. Alle kriegen auf die Fresse jetzt. Ich kratze kurz meine Nase und dann sowas. Oh mein Gott! Holy shit, holy shit, holy shit. Weg mit dir. Gameplay-technisch ist wahrscheinlich so simpel. Ihr denkt ja wahrscheinlich alle, Alex, bist du irgendwie soffen oder kannst du irgendwie überhaupt nicht zielen? Nee, du. Oh mein Gott. Es ist aber sowas von schwierig. Hallo, gehst du mal down? Geh dir mal down, bitte. Da liegt noch ein Max-Ammo. Oh, ich habe noch einen Schuss. Lad nach. Komm, schneller, schneller, schneller. Es ist sowas von gefährlich, mit der Raygun nach vorne zu schießen. Also knapp vor uns zu schießen zumindest. So, nachladen. Wir sind schon Runde 8. Das ist schon mal sehr gut. Ich nehme jetzt einfach mal mit. Obwohl, nee, ich habe Shotgun ist, glaube ich, doch deutlich besser. Wechsel die Waffe. Wechsel die Waffe. Und jetzt schieß um dein Leben, Alex. Oh mein Gott, wir sind fast down gegangen wegen der Raygun. Oh. Oh mein Gott. Da ist schon wieder die Fall. Zweimal hintereinander. Jetzt kommen noch mal richtig viele Zombies. Hier. Seid ihr bereit für meine Shotgun und für einen unglaublichen Skill? Oh Gott. Warum geht denn der nicht down? Geh doch down, verdammt nochmal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. 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 Komm. Oh. Verschwindet. Oh mein Gott, war das knapp. Komm, hier. Neue Waffe, neue Waffe. Drücke doch. Oh, die War Machine. Nee, die will ich nicht haben. Die will ich nicht haben. Komm, schneller nachladen. Kaufen wir uns als nächstes einfach. Shotgun Raygun ist okay. Und danach müssen wir unbedingt punchen. Ich kaufe hier schon mal auf und dann renne ich nochmal nach oben. Irgendwie zumindest. Wenn ich es denn überhaupt hinkriege. So, komm, lad nochmal nach. Oh nein. Müssen wir wieder nach links gucken. Das fuckt gerade am meisten ab. Jawohl, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Da kommt einer von links. Gerade rede ich noch davon. Und dann passiert es. Aber alles ist noch in Ordnung. Alles ist noch in Ordnung, Leute. Immer mit der Ruhe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verschwinde doch. Komm. Schneller nachladen, bitte. Schneller. Jetzt müsst ihr auch down gehen, bitte. Geh mit der Raygun. Also wirklich, Raygun ist eigentlich perfekt für mich. Ich muss halt nur in die Nähe der Zombies schießen, dann gehen sie down. Und wir haben, glaube ich, genug um... Nee, doch nicht. Wir haben keine 3000. Dann werde ich jetzt versuchen, nochmal eine Runde hier oben zu überleben. Und danach werde ich mir auf jeden Fall Quick Revive... Quick Revive, sage ich schon. Schneller nachladen holen. Weg mit dir. Komm. Ja, das ist gut. Das ist gut. Guck mal, ich kann sogar meine Hand sehen. Ist das nicht cool? Als ob ich so eine echte Raygun in der Hand hätte. Piu! Und... Bam! Bam! Oh, geh doch down! Geh doch down! Oh, Insta-Kill, sehr nice! Jetzt messern wir einfach schnell. Haben wir nachgeladen? Wir haben nicht nachgeladen. Warum haben wir nicht nachgeladen? Lauf! Lauf! Irgendwie! Shit! Geh nach rechts! Hallo, nach rechts! Oh Gott! Wo rennst du hin? Hallo! Wo ist der Cursor?
oh Gott, Panik, falsche Taste. So, hier noch Insta-Kill ausnutzen, klappt nicht mehr. Einfach irgendwie raufhauen. Lad nach, laufe Alex und dann jetzt lad nach. Und wir haben fast genug für Dings. Fast genug zum Punchen. Noch knapp 400 Punkte zum Punchen, das ist auch irgendwie verlockend. Und ich bräuchte Max-Ammo. Komm, wir stellen jetzt mal nach oben hin. Am besten laufen wir mal. Was wiederum verdammt schwierig ist. Komm, guck. Hallo, guck dich weiter um, bitte. Das ist so schwierig gerade. So. Oh, wie ich diesen Punkt hier hasse. Jawohl. Jawohl. Komm, geht alle. Geh down. Wir haben Max Ammo. Sehr gut. Oh, nee. Nee, nicht runterfallen, Alex. Bloß nicht runterfallen. Komm, hier lang, hier lang. Es ist sehr gut. Jetzt schnell die andere Waffe nehmen und nachladen. Na komm, wir nehmen doch lieber die Raygun. Aber nur in die Nähe hinschießen einfach. Sehr gut. Die will nicht down gehen, die Olle. Oh, shit. Oh, shit. Komm. Komm, durchs Feuer gehen. Ganz einfach. Und noch nach oben sprinten, nach oben sprinten. Komm, wir wollen punchen. Wir wollen unbedingt punchen. Wir wollen die Shotgun punchen. Die ist gepuncht richtig genial. Allerdings müssen wir erstmal so lange überleben, dass die Runde hier auch vorbei ist. So, wir zielen mal kurz. Vielleicht ein bisschen besser. Jawohl, geht alles schön down. Alles schön down gehen. Was war der Letzte? Er war der Letzte, perfekt. Los, Waffe wechseln und nach unten irgendwie. Jetzt Waffe reinlegen. Kurz aus dem Feuer raus. Komm, gib mir die gepackerpunchte Waffe. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben gerade gepackerpuncht. Und jetzt werde ich versuchen, auch die Waffe so ein bisschen hier einzusetzen. Sehr gut. Bam. Und bam. Du, was? Der will nicht down gehen? Doch, jetzt geht er down. Kannst auch gerne weg. Kannst... Hohoho. Jawohl. Jawohl. Oh, shit. Das war knapp. Im letzten Moment konnten wir noch reagieren. So, hier haben wir noch... Da haben wir einen. Da haben wir welche. Oh, shit. Schnell nach unten. Was? Was denn? Was ist passiert? Ich hätte gedacht, hier hältst du mehr aus. Beziehungsweise war hier unten ein Zombie. Ich weiß nicht. Komm weg mit dir. Shotgun. Komm, lad nach. Das ist so eine gute Shotgun eigentlich. Oh nein. Oh nein. Wir sind eingeschlossen. Komm hier irgendwie durch. Lauf, 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 lauf. Nein. Oh, ich wollte gerade sprinten. Aber ich bin einfach komplett überfordert mit dem Spiel. Aber 260 Kills, 21 Headshots dabei. Na okay, mit einer Shotgun und einer Raygun kriegt man die auch nicht unbedingt hin. Aber ich würde sagen, dafür, dass ich noch nie zuvor auf einer Wii sowas hier gezockt habe, war das doch mehr als erfolgreich. Dann war es das jetzt auch von diesem Video. Es war relativ erfolgreich. Ich bin auf jeden Fall weitergekommen, als ich gedacht hätte. Ist ziemlich ungewohnt, das so zu spielen, aber es war mal ein bisschen was anderes. Nicht immer dieses Try-Hard-High-Round-Ding, sondern halt einfach mal so Just-For-Fun-Zombies. Also wenn es euch gefallen hat, vergesst natürlich nicht, das Video mit einem Daumen nach oben zu bewerten. Support ist kein Mord, nur so zur Info. Auf jeden Fall, Leute, war es das jetzt von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und ich werde jetzt mal ordentlich üben. Tschüss.